Sonst gucke ich dann. In deutschen Krankenhäusern fehlen Pflegekräfte. Kinderkliniken trifft es besonders hart. Wenn er eine Stunde in der Notaufnahme gewartet hätte, weil es kein Intensivbett gegeben hätte, dann wäre er ganz sicher gestorben. Kommen wie in diesem Winter Viruswellen hinzu, verschärft sich die Lage noch einmal. Wir müssen es aufnehmen, weil die haben da keine Schleuse. Wir müssen das Kind aufnehmen. Wie kann das sein, dass man 12 Stunden in der Notaufnahme wartet? Das kennt man gar nicht so. Eltern sind in Sorge. Pflegekräfte am Rande der Belastbarkeit. Es gab Wochen, wo ich wirklich nach Hause gefahren bin, wo ich abends zum Auto gegangen bin, wo ich geheult habe. Das ist einfach eine Belastung, die mittlerweile tagtäglich für uns ist. Station 63, Medizinische Hochschule Hannover. Krankenpflegerin Eli Fahrmann muss in die Notaufnahme. Dort wartet ein Baby auf ein freies Bett, seit 12 Stunden. Ja, da ist seit gestern Abend ein Kind, ein Zwillingsbaby, 2 Monate alt, was vom Allgemeinzustand schlecht ist und nicht mehr so gut trinkt und auch hohes Fieber hat. Das muss halt stationär aufgenommen werden. Eben erst wurde auf der Station ein Kleinkind entlassen. Hallöchen, hier bin ich. Du musst gleich mal 10 Jahre nehmen. So, ich wollte jetzt die kleine Maus mitnehmen. Ja. Wie ist denn heute Nacht um 23:30 hier? Hat auch Fieber, ne? Temperatur war 38,4, die letzte war 38,0. Es ist Hochsaison der Viren. Grippe und vor allem das sogenannte RS-Virus, das die Atemwege befällt, trifft Kleinkinder mit voller Wucht. Wir haben andere Krankenhäuser angerufen, innerhalb von 60 Kilometern. Und die Krankenhäuser waren alle voll. Also sicherlich wird sie auf jeden Fall erschöpft sein, dass sie jetzt so viele Stunden hier unten verbracht hat. Weil ich meine, um diese Uhrzeit schläft man ja eigentlich. Und die Mama war wahrscheinlich die ganze Zeit am Sitzen, was natürlich das Ganze nicht einfacher macht. Hallöchen. Hi, ich bin die Schwester Elif von der Station 63. Ich würde Sie jetzt einmal ganz gerne mit auf Station nehmen. Tut uns leid, dass Sie so lange warten mussten. War nicht anders möglich leider. Jetzt haben wir einen Platz geschaffen, als würden wir die kleine Maus dann mit nach oben nehmen. Freie Betten gibt es, aber zu wenig Pflegekräfte. Deshalb kann nur ein Teil der Kinderstation belegt werden. Haben Sie alles sonst soweit? Super. Wir sind jetzt weg. Ciao. Ich bin jetzt schon wirklich lange hier und ich habe es jetzt noch nicht so erlebt, dass die Kinder über 10 Stunden in Notaufnahme waren. Zumal es auch nicht unser Ziel ist, um ehrlich zu sein, weil einfach die Versorgung unten nicht so gegeben ist. Endlich gibt es für die kleine Noela ein Zimmer. Erst vor 8 Wochen kam sie zur Welt. Woran sie leidet, weiß Pflegerin Elif noch nicht. Nee, leider nicht. Also sie fiebert halt auch und wie gesagt, RSV-negativ ist sie, trinkt halt auch nicht so gut. Und jetzt versuchen wir irgendwie ein bisschen das Problem herauszufinden, warum die kleine Maus denn fiebert und warum es ihr nicht so gut geht. Ne, Mäuschen? Guck mal, jetzt hast du endlich ein Bett. Elif kümmert sich um die Erstaufnahme und Versorgung. So. Danach versuchen die Ärztinnen und Ärzte herauszufinden, was Noela fehlt. Also ich schließe jetzt an den Monitor. Bei uns auf der Station ist sie kontinuierlich erstmal überwacht. Wir können auch immer ganz gut an der Herzfrequenz sehen, ob sie fiebert oder auch nicht. Also alle 4 Stunden. 18 Kinder liegen im Moment auf der Station. Mehr geht nicht. Eigentlich könnten sie hier 30 Kinder versorgen. Um alle Betten zu betreiben, fehlen aber pro Schicht 2 Pflegekräfte. Zur Kinderstation gehören auch Stationsarzt Damian Witte und Stationsärztin Greta Winter. Winter, Station 63. Ja, ich mir. Zwischen den Behandlungen sitzen sie am Telefon. Der Grund, sie müssen geplante Operationen absagen. Greta Winter erklärt Eltern, warum ihr Kind nicht behandelt werden kann. Die Zahl der akuten Notfälle ist einfach zu hoch. Ja, okay. Aber das bedeutet im Schluss, dass es sein könnte, dass der Eingriff diese Woche nicht mehr stattfindet, sondern nächste Woche. Pro Tag wird derzeit etwa die Hälfte der geplanten Behandlungen verschoben. Für die Ärzte ein ethischer Konflikt. Sie weisen Kinder ab, obwohl es Betten gibt, die aber seit Monaten nicht genutzt werden können. Wir haben hier auf der Station theoretisch
15 Zimmer mit 2 Betten je Zimmer, theoretisch. In der Praxis versorgen wir aber 12 bis 18 Patienten. Und das sind dann immer wieder die Telefonate zwischendurch, so wie eben gerade auch, dass wir dann einfach entscheiden, okay, wie viel könnt ihr, wie viel dürft ihr? Und ich muss ehrlicherweise sagen, unser Pflegeteam ist da mustergültig. Meistens ist es so, sie dürfen weniger, als sie leisten. Also sie dürften maximal dann vielleicht nur 12 oder 14 betreuen. Aber weil wir irgendwie sagen, ja, wir müssen doch und so, lassen die sich auf viele Arrangements ein, die eigentlich dem aktuellen Pflegeschlüssel nicht entsprechen, um eben die Patienten zu versorgen. Im Erdgeschoss der Klinik, die Kinderintensivstation 67. Hier liegen Kinder, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Früher wurden hier 18 Kinder versorgt, heute nicht einmal die Hälfte. Um Mats kümmert sich Pflegerin Sarah Blume. Der Junge hat Löcher in Luft- und Speiseröhre, muss rund um die Uhr beobachtet werden. Die Pflege ist für den Kleinen überlebenswichtig. Eine sogenannte ECMO-Maschine übernimmt die Funktion seiner Lunge. Die ECMO-Maschine ist so, dass es aufwendiger in der Versorgung ist. Genau, darum machen wir immer eine 1-zu-1-Betreuung in der Regel. Momentan ist das aber nicht immer möglich. Also heute ist es ein Luxus, sage ich mal so. Aber als ich meine erste ECMO-Einarbeitung, ich glaube, vor einem Monat gekriegt habe, da war es so, da ging es nicht anders. Es gab einfach kein Personal, der die betreuen konnte. Und dann war ich spontan mal, du kriegst jetzt eine Einarbeitung. Dann steht man davor und wurde mehr oder weniger auch ins kalte Wasser geschmissen. So, kleiner Mann. Guck mal, ich tue dir einmal ganz kurz ein bisschen weh. Das zieht ein bisschen. Ich mache einmal deine Pflaster neu. Ich habe ihm zur Versorgung noch einmal ein bisschen was zum Schlafen gegeben, damit er das nicht ganz so merkt. Ich sage trotzdem immer dem Patienten, was ich gerade mache, weil ich finde es schon wichtig, wenn ich jetzt sage, ich reiße irgendein Pflaster ab, dass sie Bescheid wissen, dass es irgendwo zieht. Pflegerin Sarah ist 22 Jahre alt. Auf den kleinen Mats muss sie jede Minute Acht geben. Also dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, also wir haben ja verschiedene Schläuche. Also wir haben einmal die ECMO-Kanüle, die gerade seinen Lungenkreislauf sozusagen übernimmt. Dann haben wir die Beatmung, die an ihn angeschlossen ist, weil er ja nicht selber atmen kann. Dann bekommt er über die ganzen Zugänge, die er hat, Medikamente. Medikamente, die dauerhaft laufen, also 24 Stunden eigentlich am Tag. Darüber wird er ernährt. Dann hat er noch Zugänge, worüber wir Kurzinfusionen geben, wo wir Schmerzmedikamente geben, wo wir Antibiotika drüber geben. Ja, also wir können nichts davon eigentlich verlieren. Höchstens 2 Kinder soll eine Intensivpflegekraft während der Tagesschicht betreuen. Das schreibt der Pflegeschlüssel vor. Zuletzt versorgte Sarah nach eigenen Angaben manchmal 4 Kinder. Es gab Wochen, wo ich wirklich nach Hause gefahren bin, wo ich abends zum Auto gegangen bin, wo ich geheult habe, weil der Dienst einfach so katastrophal war, weil so viel zu tun war. Und man geht mit so einem schlechten Gefühl nach Hause, dass man eigentlich Patienten hinterlässt oder alles dem nächsten Dienst abschiebt. Und das macht einen traurig, das macht einen unzufrieden. Und irgendwann steht es einem bis oben und man denkt, man kündigt hier. Dr. Michael Sasse leitet die Station. Er weiß, die hohe Belastung seines Teams führt auch zu einem höheren Krankenstand. Wie bitte? Was macht er? Ganz in Ordnung, ist ganz zufrieden, macht nicht so viel. Ganz gut sediert, schläft. Werden Mitarbeitende krank, müssen noch mehr Betten abgemeldet werden. In Zimmer 4 kämpft Taim ums Überleben. Tatsächlich ist er gestern erst gekommen und vor 4 Tagen geboren, das heißt 4 Tage alt, ja. Taim hat ein multiples Organversagen. War ja ein richtiger Notfall, also man musste ihn sofort aufnehmen. Und wenn er zum Beispiel eine Stunde in der Notaufnahme gewartet hätte, weil es kein Intensivbett gegeben hätte, dann wäre er ganz sicher gestorben. Also da geht es wirklich, also bei ihm auf jeden Fall ging es um Minuten.
Und da brauchte ein Intensivbett. Und das war dann Glück, dass die Kinder gleich auf der Bult eins hatte und dass die uns gleich angerufen haben und wir zufälligerweise gestern auch ein freies Bett hatten. Aber da kann man nicht warten. Also wenn man Minutenentscheidungen sind das. Ja, das ist schon erschreckend, würde ich sagen. Ne? Also wenn man in dieser Situation ist und Glück hat, kann man sehr froh sein. Aber was ist, wenn das nicht so ist? Dann würde ich in der Situation als Elternteil schon ganz schön Angst haben. Ja. Jetzt ist er tatsächlich sensationell stabil. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, hat ein Leberversagen, Nierenversagen und so. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, ist das ein sehr, sehr, sehr erfreulicher Verlauf. Also ganz erstaunlich, wie stabil er sich hält. Und jetzt müssen wir uns einen guten Plan machen, was wir da operativ und medikamentös mit ihm anstellen, damit das wieder alles gut wird. Ein neuer Tag auf der Normalstation. Jeder Dienst beginnt derzeit mit der gleichen Frage. Ist ein Bett für ein Kind frei? Ja, wir müssen es aufnehmen, weil die haben da keine Schleuse. Wir müssen das Kind aufnehmen. Und es kommt als Zusteller an die 15. Zusteller heißt, zwei Kinder werden zusammengelegt. Zurzeit liegt das Kind noch auf einer Station, auf der es aber nicht bleiben kann, da es auch das ansteckende RS-Virus hat. Dann rufe ich auf der 65 an und frage, wann wir das Kind dann übernehmen können. Und dann machen wir das, okay? Super. Hi, hier ist Elif. Annalena, das Kind von der 65 nehmen wir jetzt zu 100%. War das so? Ein krankes Kind abweisen, das möchte Pflegerin Elif möglichst nicht. Das Team wird die Station heute überbelegen, auch wenn das noch weniger Zeit für den einzelnen Patienten bedeutet. Also das Problem ist, wir sind ja eigentlich recht voll belegt. Und da ist ein Kind auf der 65, das ist eine Station, die halt keine richtige Schleuse hat. Und das hat halt RSV und es muss halt isoliert werden, um einfach auch die anderen Babys da zu schützen. Mein Kind in der 1 geht, habe ich schon gehört. Dein Kind auf der 1 geht, hatte auch schon Mama am Telefon. Sie hat sich sehr gefreut. Sie brauchen noch jemanden, der sie herbringt. Und die Patientin, die daneben liegt, geht in die 6. Das ist ein bisschen zusammengewürfelt heute. Geht in die 6, genau. Die 4 geht in die 13. Dann wird die 10 entlassen. Da kommt das Kind aus der Pena rein. Warum kümmere ich mich? Und der Rest bleibt. Sonst sind wir voll, also wir sind schon überbelegt. Das Team muss jetzt die gesamte Station umorganisieren. Elif arbeitet seit 6 Jahren mit Kindern. Für sie ein Traumjob, doch die Belastung wird immer größer. Täglich braucht sie etwa 2 Stunden, um alle Verlegungen von Patienten und deren Behandlungen zu dokumentieren. Für die Neuaufnahme müssen 2 Kinder in einem Zimmer zusammengelegt werden. Betten verschieben ist für Burcu, Semirent und Lea Grünig inzwischen Routine. Ja, das wird kuschelig. Da freuen sich die Eltern auch immer sehr drüber, wenn es dann so kuschelig ist. Aber ja, das ist, als Supramaximalversorger ist das natürlich nicht anders machbar. Ne, wenn wir Kinder in die Notaufnahme bekommen, und vor allem jetzt gerade mit dieser ganzen RSV-Geschichte, da müssen wir die Plätze nutzen, wie wir sie haben. Clara leidet am RS-Virus, braucht Sauerstoff zum Atmen. Ihre Mama ist bei ihr. Nein, ich hatte zwischendurch 4 Tage auch ohne. Aber wir sind schon über eine Woche hier. Dann ist jetzt der 3. Mitpatient, den wir hier haben. Und wir merken halt, dass die Pflegekräfte gut zu tun haben. Das ist, glaube ich, momentan keine ganz einfache Phase. Anders als auf der Intensivstation darf auf Station 63 ein Elternteil beim Kind übernachten. Zack, wir fahren einmal kurz nach hinten. So, warte, jetzt können wir. Bin ich frei? Noch nicht ganz, warte. Kabelsalat. Also wenn man sich das mal so vorstellt, also man sieht ja jetzt hier schon, das ist ja auch ein Begleitbett, was jetzt hier ist. Und hier ist das Kind und das andere Kind nimmt ja genauso viel Platz ein wie das Kind jetzt hier. Häufig ist es natürlich so, dass auch noch eine Mutter mit dabei schläft und das ist jetzt bei dem anderen Kind aber nicht so. Das heißt, wenigstens ist ein bisschen Platz. Ansonsten müsste die Mutter jetzt entweder vorm Klo schlafen oder wir müssten den Tisch rausschieben und sie dann da irgendwie platzieren. Also es ist schon alles wirklich eng, aber es passt immer. Also irgendwie klappt es immer. Aber so extrem, wie es dieses Jahr ist, also ich bin jetzt seit über 10 Jahren schon insgesamt in der Pflege.
Und schon immer in der Pädiatrie, ist so extrem noch nicht. Aber es liegt auch daran, wir hatten jetzt Corona, wir hatten Lockdown, die Kinder sind alle nicht mehr in so, ne, in ihrem gewohnten Keimmilieu gewesen und alles. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Und auch die Eltern, alle haben sich geschützt, alle haben sich isoliert. Und jetzt geht das normale Leben wieder los. Und dann ist man natürlich anfälliger und wird schneller krank. Und dann hat man auch nicht mehr so dieses Immunsystem, wie man es halt vielleicht hätte, wenn man die ganze Zeit im Kindergarten oder in der Kita gewesen wäre. Ein Zimmer weiter. Hier liegt Noela, das Baby aus der Notaufnahme, das 12 Stunden warten musste. Inzwischen hat das Mädchen kein Fieber mehr. Doch Papa Eggson hat die Wartezeit nicht vergessen. Man fühlt sich irgendwie, wie soll ich sagen, im Stich gelassen, alleingelassen, Angst um die Kleine. Man weiß nicht wohin, man kann ja auch nirgendwo hin, weil man ist ja schon auf der Notaufnahme. Ja, wie kann das sein, dass man 12 Stunden in der Notaufnahme wartet? Das kennt man gar nicht so. Noela darf vermutlich schon heute nach Hause. Sie ist so gesund, dass sie entlassen werden kann. Das haben die Ärzte entschieden. Langsamer, Lea. Entschuldigung. Unterdessen ist das am Morgen angekündigte Kind eingetroffen. Es kommt in das Zimmer, das die Pflegerinnen umgeräumt haben. Also beide haben das gleiche Virus und das nennt sich bei uns Kohortenisolation. Und wir brauchen das Zimmer für unsere Aufnahmen. Und deswegen schieben wir die jetzt zusammen, weil die zusammen liegen dürfen mit dem Virus. Ja, sehr gut. So. Man sagt ja nicht einfach, das ist Arbeit und ich gehe jetzt nach Hause und das ist ja nicht meins, sondern das nimmt man schon mit. Also, und man fühlt bei manchen mehr, bei manchen weniger mit, aber es ist immer trotzdem, man leidet ein bisschen mit. Lea, ich habe jetzt, glaube ich, alles dabei. Oh, wow! Ja, oh, krass. Ja, voll gut. Nach der ersten Arztvisite beginnt auf der Kinderintensivstation die Besuchszeit. Für die Mama von Mats ist Pflegerin Sarah die erste Ansprechpartnerin. Eltern brauchen oft eine fast genauso intensive Betreuung wie ein Kind. Wir haben heute für 14 Uhr nochmal eine Bronchoskopie geplant, wo nochmal alle einfach reingucken wollen und nochmal gucken, was sie sozusagen morgen dann, wie es morgen stattfinden soll, weil morgen ist ja die OP geplant. Sarah würde sich gerne mehr Zeit für die Eltern nehmen. Manchmal schafft man das gar nicht. Also dann hat man manchmal auch keine Zeit dafür, irgendwie so ein richtiges Gespräch mit den Eltern zu führen. Also manchmal kann man dann nur sagen, wie war die Nacht oder was wir heute noch vorhaben. Aber dass man sich so richtig zu den Eltern hinsetzt oder sich mit denen unterhält, schafft man manchmal nicht. Kurz nach der Geburt bekamen Mats Eltern die Diagnose, dass ihr Sohn schwer krank ist. Wann immer es die Besuchszeit zulässt, ist seine Mama bei ihm. So Situationen, die man einfach auch bemerkt hat. Personalmangel, wenig Platz und man kriegt das eine oder andere mit. Es funktioniert wahrscheinlich, weil es irgendwie funktionieren muss. Woanders sieht das wahrscheinlich auch noch mal anders aus als hier. Im Arztzimmer nebenan sitzt Oberarzt Dr. Michael Sasse am Telefon. Ein dringender Anruf. Eine Klinik aus Ostfriesland braucht die Hilfe von Spezialisten einer Uniklinik und sucht ein Bett. Okay, gut, alles klar, habe ich aufgeschrieben. Gut, dann hören wir in spätestens 10 Minuten dann nochmal von dir und mit uns. Alles klar, bis dann, tschüss. So, neue Anfrage. Jo. Also ist jetzt von der Küste und das sind ja, würde ich mal sagen, 3 Stunden Anreise. Vielleicht gucken wir mal auf dem Weg zusammen, ob wir eine andere Klinik finden wird, weil das ist ja schon auch lebensgefährlich, so eine langwierige Verlegung. Das Telefon des Oberarztes klingelt derzeit laufend. Überall in Deutschland haben die Kliniken die gleichen Probleme. Die MHH hat in den letzten Wochen eine digitale Plattform entwickelt. Dr. Henning Rathert hat Kliniken aufgelistet, die im Programm ihre Betten melden. Alles rot. Alles rot, kein Bett. Ja, das heißt halt, dass die Kliniken bis zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich schon ausgelastet sind und überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, noch ein Kind weiter aufzunehmen. Und damit die Kollegen gezielt schon im Voraus gucken können,
wen brauche ich gar nicht anzurufen, womit brauche ich meine Zeit nicht zu verschwenden, damit ich denn mehr Zeit für den Patienten habe, gibt es dieses Tool, damit man dann sagen kann, okay, offensichtlich ist jener hier gerade ein Bett, was auf einer, hat jener überhaupt noch ein Bett hier und die dazwischen, die brauche ich alle gar nicht anzurufen. Doch Jena ist 6 Stunden von Ostfriesland entfernt. Ein Transport wäre zu lang. Der Pflegenotstand zwingt zu lebenswichtigen Entscheidungen. Die Ärzte müssen überlegen, ob ein Kind früher als geplant von der Intensivstation auf die Normalstation wechseln kann. Vorausgesetzt, dort ist ein Bett frei. Meine Aufgabe ist ja, oder die Aufgabe von allen, die hier arbeiten, ist ja, Kinder zu beschützen, ne? Gesund zu machen oder wenn das nicht geht, dann ihnen einen menschenwürdigen Abschied zu gewähren und die Familien zu stützen. Und das ist halt unsere Lebensaufgabe im Beruf. Wenn ich dem nicht nachkommen kann, dann deprimiert mich das natürlich zutiefst. Eins ist ja klar, ich meine, man muss die Kinder versorgen. Wenn man sie nicht versorgt, dann geht es denen auf jeden Fall schon mal schlechter. Das muss man ganz klar sagen, das muss man wissen. Auf der Intensivstation kann noch kein Kind verlegt werden. Oberarzt Sasse wird die Anfrage aus Ostfriesland ablehnen müssen. Im vergangenen Jahr konnten rund 370 schwerstkranke Kinder nicht aufgenommen werden. Tag 3 auf der Normalstation. Pflegerin Elef hat erneut Frühdienst. Guten Morgen, Tessa. Clara, Entschuldigung. Zu viele Babys, die ich hier versorge. Tut mir leid. Deswegen hat sie wahrscheinlich nicht reagiert. So, Clara-Lein, ich hab hier was für dich. Guck mal. Muss erst mal probieren, ne? Ob das überhaupt schmeckt. Bei den Erwachsenen, den gibst du es quasi in die Hand und den nimmst halt selber ein. Und bei den Kindern wird es auch in den meisten Fällen dann von uns auch übernommen. Und wie man halt sieht, es muss ja immer schön Schritt für Schritt und schön langsam. Und das, ja, beansprucht natürlich Zeit. Zeit, die Elif oft für die Betreuung anderer Kinder fehlt. Zeitdruck ist ein Grund, warum sich immer weniger für die Pflege interessieren. Nach Schätzungen der Gewerkschaft Verdi fehlen bundesweit gut 80.000 Pflegekräfte in den Kliniken. War der Arzt schon mal innen drin gewesen? Der war eben kurz da und hat uns gesagt, dass wir heute gehen dürfen. Gestern. Auch mit Brief und nochmal kurz. Den haben wir bekommen, genau. Alles klar, super. Jetzt ist sie seit bald 24 Stunden ohne Sauerstoff und es hat alles gut funktioniert. Die kleine Maus trinkt gut. Dann dürfen wir wieder gehen. Ich meine, jetzt mit diesem RSV-Virus, das war jetzt auch eine Krisensituation, glaube ich. Das war jetzt echt viel, was ich gehört habe, dass das System auch gefordert hat. Aber das muss ja möglich sein, irgendein Virus, wenn es da mal durchrauscht, auch die Kinder entsprechend versorgen zu können. Das ist schockierend, ja. Im selben Zimmer Tessa und ihre Mama Nicole. Man hat ja schon auch wirklich Angst, dass sie krank wird und so krank wird, dass sie ins Krankenhaus muss. Also es ist jetzt auch so, dass wir uns auch dafür entschieden haben, dass sie dieses Jahr nicht mehr in die Krippe geht. Gerade weil jetzt das Immunsystem geschwächt ist und wenn sie dann nochmal ins Krankenhaus müsste, ja, das wäre also schrecklich, wenn wir jetzt, wir müssen ja jetzt schon eine Stunde nach Hause fahren. Mutter und Tochter kommen aus Salzgitter. Dort konnte Tessa nicht behandelt werden. Doch es gibt auch schöne Momente, wenn Pflegerin Elif gesunde Kinder verabschieden darf. Bis hoffentlich niemals wieder. Tschüss, klein Tessa. Alles Gute, sehr ciao. Gerne. Ciao. Zurück auf der Intensivstation. Hier führen die Ärzte gerade eine Lungenspiegelung durch. Im selben Zimmer, in dem auch Sarahs kleiner Patient Mats liegt. Sarah, dann musst du jetzt dokumentieren, leider. 30 Propofol haben wir jetzt gegeben. Da keine Kollegin Zeit hat, muss Pflegerin Sarah assistieren. Genau. Alina gibt ja regelmäßig Sedierung. Und das dokumentiere ich, damit sie das nachher nicht nachdokumentieren muss. Weil so ist gewährleistet, dass wir einfach zu den Zeiten was richtig gegeben haben und nicht, dass hinten nachher einfach was wegfällt, weil man irgendeine Gabe vergessen hat. Die Ärzte untersuchen die Speiseröhre eines 6-jährigen Mädchens mit einer Minikamera. Darüber kann man gezielt in die Strukturen, in die man eben erreichen möchte. Und da haben wir in der Bildgebung gesehen, dass es da noch einen Sekretverhalt und Alterverhalt im rechten Oberlappen gibt. Und den müssen wir dezidiert absaugen.
Die Medizinstudenten im Raum dürfen nicht mithelfen. Gib noch mal Propofol nach. Ich hatte noch mal einmal 30. Das ist, haben Sie da aufgeschrieben auf dem Zettel? Plötzlich schlagen die Medikamentenpumpen beim kleinen Mats Alarm. Pflegerin Sarah muss sich umgehend um ihn kümmern. Also ich muss ja diesen Alarm wahrnehmen und darauf reagieren. Das ist jetzt tatsächlich mein Medikament, was bei meinem Patienten durch ist. Und ist das ein bisschen hektisch dann, wenn man nebenan noch unterstützen muss? Ja. Ich habe einen Voralarm, dann hat man noch 2 Minuten Zeit, bis die Spritze leer ist. Ich sag mal, ich habe jetzt ein Medikament, wo es noch nicht so dringlich ist, aber wenn das Katecholamine, also Herz-Kreislauf-unterstützende Medikamente sind, dann hat man natürlich ein Problem, wenn man zu spät gesehen hat, dass das Medikament gleich durch ist. Bei Mats ging alles gut. Die ECMO-Maschine hält ihn am Leben und alle Medikamente fließen wieder. Normalerweise, wir gleichen manchmal Dinge halt mit zusätzlichen Assistenzärzten aus, wenn wir das dann haben, die natürlich auch in den Prozeduren angeleitet werden und die gleichen den Pflegemangel oft ein bisschen aus. Der eine muss Sedierung geben, der andere hält und der andere beobachtet. Also es geht nicht ohne einander. Wir müssen ja erstmal die Absauge tauschen, also heute brauchen wir irgendwie 10 Hände. In solchen Momenten, sagt Sarah, liebe sie ihren Beruf besonders. Da spüre sie, dass sie gebraucht werde. Noch vor Monaten hat Sarah daran gedacht, zu kündigen. Jetzt geht es und es hat sich bei mir persönlich viel geändert und ich habe einen anderen Ausgleich. Und jetzt sage ich, ich bleibe noch und gebe dem allen noch eine Chance. Es ist immer noch mein absoluter Traumjob und ich würde ihn für nichts eintauschen wollen. Kurz vor Dienstende wird es auch auf der Normalstation für Ärzte und Pflegeteam noch einmal hektisch. Der 2-jährige Hawal hat eine schwere Lungenentzündung. In seiner Lunge sammelt sich Flüssigkeit, die die Ärzte absaugen müssen. In dieser Situation müssen alle Pflegekräfte von Station 63 mit anfassen. Vor allem, wenn es auch dann schnell gehen muss, ne? Dann ist es schon besser, wenn wir dann zu dritt arbeiten, dann geht es einfach viel schneller. Und ja, gerade auch bei solchen großen Zugängen. Ja, zu mir, ich kann mich nicht so weit bücken. Das Team arbeitet seit Jahren zusammen. Aus Kollegen sind zum Teil Freunde geworden. Dieser Zusammenhalt motiviert derzeit täglich alle Pfleger und Pflegerinnen. Genau, den hast du schon perfekt. Ja, alles gut. Guck mal, wir machen gar nichts mehr. Mehr Anerkennung, eine angemessene Bezahlung und mehr Kolleginnen und Kollegen, das wünschen sich hier die Pflegekräfte. Das Bundesgesundheitsministerium hat inzwischen reagiert und umfassende Reformen angeschoben. Doch bis Änderungen greifen, wird es wohl noch Jahre dauern. Das ist einfach eine Belastung, die mittlerweile tagtäglich für uns ist. Also wir versuchen das schon irgendwie zu kompensieren. Und am Ende des Dienstes sind wir einfach K.O., fertig. Und dann können wir nichts mehr machen, auch in unserer Freizeit, die wir dann haben.